Hallo Alex, ich grüße dich. Hallo. Du kennst doch Star Trek. Ja, das ist mir ein Begriff. Ich habe das schon mal von gehört. Das klingt gut. <laughs> kennst du dann auch Prelude to Axana? Und ich spreche es bestimmt falsch aus. Ja, das kenne ich sogar. Ah, krass. Und kennst du auch die rechtlichen Hintergründe dazu, beziehungsweise den Rechtsstreit, den es da gab? Ich glaube, ich habe mich noch nie im Detail mit beschäftigt, tatsächlich. Ich habe natürlich immer im Groben mitbekommen, was da so was da so ging. Und ich wusste, ich weiß auch, dass sie dann ähm, ein bisschen was ändern mussten, hm. dass aber ich lasse dich mal, ne? du hast hier was vorbereitet. Ich lass dich mal lieber reden. <laughs> ja, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ein ganz gutes, wusstest du schon. Ich habe mich nämlich auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt, sondern das nur am Rande mitbekommen. Ja. Und es muss wohl so gewesen sein, der Film ist ja 2014 gedreht worden und kam 2015 dann raus. Und Ende 2015 hat dann CBS bzw. Paramount Klage erhoben von wegen, hey, das ist unsere Lizenz und nur wir dürfen Star Trek machen und ihr dürft das nicht. Mhm. So, und daraufhin haben sich dann tatsächlich... JJ Abrams, der für das Reboot von Star Trek verantwortlich ist, und Justin Lin, der Regisseur von Beyond, eingemischt und meinten, hey, haltet mal einen Ball flach, das ist ein Fanfilm und so weiter. Und naja, aber wie CBS so ist, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, mhm. die nehmen das sehr, sehr ernst mit ihrer Rechteverwaltung, aber man hat sich dann außergerichtlich geeinigt. Und äh, der Film, den gibt's ja, den kann man gucken. Aber den ihr Vorwurf war, der Film ist zu professionell für einen Fanfilm. Ja. Und seither gibt es halt solche Richtlinien, wie also die sogenannten Fanfilm-Guidelines, genau. wie ein Film sein soll. Das ist richtig. Und das war, das, war ein großes Thema zu der Zeit. Ich glaube, das ja, wie du gerade schon sagst, es hängt ja mit dem Exana oder Axana, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht so richtig, wie man es ausspricht, hängt ja damit auch zusammen, dass dann diese Richtlinien kamen und die sind ja schon hart ja ich glaube da ist ja auch sowas allein schon die Tatsache du darfst glaube ich ein Fanfilm darf nicht länger als 15 Minuten sein und du darfst keine aufbauenden Folgen produzieren also so so eine fortlaufende Story genau das ist mein mein wissensstand ja, Aksana geht ja 21 Minuten und ist damit sozusagen zu lang. Ja. Und die hatten ja sowas wie 10.000 bis 100.000 Dollar angepeilt, aber 600.000 am Ende bekommen. Ja. Und da hat dann CBS gesagt, nee, da seid ihr uns zu konkurrenzmäßig unterwegs mit 600.000. Ja. Finde ich aber halt irgendwie so ein, also ich kann es verstehen, aber ich finde es trotzdem ein absurdes Kriterium zu sagen, wir machen das jetzt abhängig davon, wie viel Kohle der Film gekostet hat, ob wir das als Fanfilm ansehen oder nicht. Ja. Ich glaube, da soll man echt von Fall zu Fall entscheiden, denn Exciner ist eine Ausnahme. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist schon sehr professionell, muss man zugeben. Und in den, genau diesem Fall kann ich es auch verstehen, wenn CBS oder Paramount sagt, hey, ja, wir verkaufen nicht oder wir haben nicht um, umsonst Lizenzen dafür. Und wenn jemand was machen will, muss er dafür zahlen. So ist es ja auch üblich mit allem, wenn es um Lizenzen geht. Ich finde aber die Richtlinien, die daraufhin eben entstanden sind, die passen mir halt nicht, weil die einfach so die die Fanfilm-Community brutal einschränkt und glaube ich auch ganz vielen die Lust genommen hat, da irgendwas zu machen. Ja, das denke ich auch. Und vor allem, genau, die Lust, weil wenn du die Angst die ganze Zeit im Nacken hast, dass dein Film dann nicht veröffentlicht wird oder du halt eine Klage bekommst, ist auch etwas sehr Unangenehmes, dann Post irgendwie von einem Anwalt zu bekommen, beziehungsweise vor Gericht geschleppt zu werden, dann ist deine Motivation halt da was zu tun sehr niedrig. Und ich finde das schade deswegen, weil die Leute, die solche Fanfilme machen, das sind ja Fanfilme von Fans für Fans. Ja. und du kannst eigentlich deine Fans nicht mehr verprellen, als wenn du denen sagst, nö, ihr dürft zwar schön Geld für unsere Produkte ausgeben, aber ihr dürft euch nicht in diesem Universum bewegen. Das ist unsere und nicht eure. Ja genau. Und ich äh, weiß auch nicht, wenn man sich so die Fans, ich habe jetzt so ein paar im Kopf, die sind auch schon, also das sind auch schon welche nach diesen Richtlinien entstanden. Die gibt es ja nach wie vor die Fanfilme. So ist ja nicht. Aber es ist halt, ist ja eigentlich auch die perfekte Werbung. Ja, du hast Fans eines Franchise, die sich die Mühe machen. Zeit und unter Umständen auch Geld zu investieren, um ihr Lieblingsfranchise zu bewerben, ja, und sich da drin zu bewegen und das auszuleben. Und dann von oben so wieder die Klatsche zu bekommen, das ist nicht cool. Und das ist auch nicht förderlich. Das denke ich auch. Und es gibt ja einige, die das so machen. Nintendo zum Beispiel. Ja, genau. Habe ich auch gerade dran gedacht. Die sind ja auch brutal, was das angeht. Definitiv. Die verbieten alles, was irgendwie mit Mario und sonst so zu tun hat. So Fanprojekte, Emulatoren. Da gab es ja halt diese Sache, dass die diese ROMs irgendwie zum Download anbieten, halt Hops nehmen. Mhm. Oder wenn irgendjemand da so ein Rip-Off macht und so mit ihren Charakteren, da sind die sofort, nein, dulden wir nicht. Genau, da steht auch momentan noch im Raum, dass sie auch äh, wohl sowas verbieten wollen wie YouTube. Videos, die erklären, wie man Emulatoren nutzt und wie man das einrichtet und solche Geschichten. Und was, was so ein Positivbeispiel ist, ist meiner Meinung nach Bethesda. Also, das ist jetzt im Bereich Gaming, aber die haben ja die Elder Scrolls Spiele gemacht, also Skyrim zum Beispiel. Und was wäre Skyrim ohne die ganzen Mods? Mhm. Und auch so eine Total Conversion nennt sich das, also quasi komplett neues Spiel, nur halt auf der Engine, beziehungsweise das Grundgerüst ist gleich. So, Enderal ist halt ein krasses Spiel und da wurde ja folgendes gemacht. Bethesda hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, kein Problem und so weiter. Und man hat dann in die Mod eingebaut, du kannst sie kostenfrei downloaden, ist ein Fanprojekt, aber du musst die Originalversion des Spiels besitzen, des Grundspiels. Dann darfst du das nutzen. Und das ist doch eine Win-Win-Situation. Ja, genau. Das hat ja auch Skyrim über wie viele Jahre sind es? 10, 11, 12, 13? Ich... 2011 ist es rausgekommen. Ja, genau. Das hat es ja auch am Leben erhalten. Und Teil 6 ist ja auch angekündigt. Das kommt ja. Und dieser Hype war halt über die ganzen Jahre da. Ja durch die Fans aufrechterhalten, war dieser Hype da, ist immer noch da und so hast du die Leute auch automatisch wieder für den nächsten Teil gewonnen. Und da haben sie ja auch schon bewusst gesagt, ja, das wird auch wieder modbar, da könnte auch wieder ganz viel anstellen und so so muss man das so muss man das machen, ja, so, so befriedigt man seine Fans. Ja, und äh, wenn wir beim Thema, und wir gehen jetzt vom Gaming mal weg, aber bleiben trotzdem beim Gaming, denn Thema Bethesda, die haben ja jetzt in Kooperation mit Amazon eine Serie herausgebracht, auf die ich mich unfassbar gefreut hat, äh, gefreut habe, und zwar ist das die Fallout-Serie. Mhm, genau. Im Vorfeld, ich muss zugeben, mit Amazon habe ich so manchmal meine Probleme. Viele Produktionen die so rauskamen über die letzten Jahre, die haben mich nicht so wirklich überzeugt. Ringe der Macht. Fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht so übel wie, wie die meisten. Aber das lassen wir jetzt mal ausgeklammert. Es gibt, also Amazon Prime hat ja auch viele Eigenproduktionen und die wenigsten davon gefallen mir. Und deshalb war ich auch, selbst nachdem ich den Trailer gesehen habe, wirklich, wirklich, wirklich noch skeptisch. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass es gut wird <laughs> und ich habe jetzt persönlich wir wollen ja auch überhaupt nichts spoilern keine Sorge wir haben die wir haben die Zuhörer noch gar nicht wirklich begrüßt so richtig ne das mache ich jetzt mal ganz schnell hallo liebe Höflich. Zuhörer und Zuhörerinnen und alle außerhalb und dazwischen Halli hallo auch von mir schön dass ihr da seid <laughs> no. so ich will auch gar nicht spoilern aber die erste Folge angesehen und Mann ist das ein Brett oder? Oh ja, das sehe ich ganz genau so. Das, ich bin so froh, dass es so geworden ist. Du glaubst gar nicht, wie, wie ich mich gefreut habe. Ich habe mich noch mehr darüber gefreut, dass es, es nicht versaut worden ist, als über die Tatsache, dass wir überhaupt so eine Serie bekommen haben. Ja. Die haben die Essenz eingefangen, der Humor ist da, die Effekte und halt das ganze Setdesign, ich finde, das ist grandios gemacht, halt auch sehr aufwendig und teuer gemacht. Super Schauspieler, dann die ganzen Details, also das ich will gar nicht zu weit gehen, aber so viele Dinge, weil du weißt ja vielleicht, ich liebe ja die Spiele und ich habe. Alle Spiele davon gespielt, außer Fallout 76. Mhm. Äh, alle komplett durchgespielt, teilweise auch mehrmals. Gerade sowas wie New Vegas. Ja, das ist wahrscheinlich noch mal viel geiler. Verstehe ich. Fantastisch. Aber andersrum ist es genauso. Ich gucke mir jetzt, das, oder ich werde heute wahrscheinlich auch nochmal eine Folge gucken. Bei mir ist es jetzt andersrum. Ich sehe die Serie und denke mir, hm, warum habe ich das eigentlich nie so wirklich gespielt? Müsste ich eigentlich mal nachholen. <laughs> Ding, ne? Ich bin da manchmal so, ne, gerade beim vierten Teil habe ich das äh, mir angesehen auf YouTube, ne, so also Let's Play halt. Das habe ich gemacht. Aber die anderen Teile zum Beispiel kenne ich gar nicht so richtig. Hm. Da muss ich, glaube ich, was nachholen. Also, wenn alles gut läuft, ich bin gerade dabei, das mit ihm zu besprechen, aber es sieht so aus, als würden wir es machen. Und zwar Professor Spencer in Television Chill, dieser YouTuber, mit dem werde ich zusammen ein paar Streams machen, wo wir über die Folgen einzeln sprechen, so wie wir das auch bei Star Trek, Strange New Worlds und PK gemacht haben. Und da ist halt auch die interessante Zusammenstellung. Er hat keins dieser Spiele gespielt und er ist auch absolut kein Gamer ja. und betrachtet halt die Serie und ich als derjenige, der das halt komplett aus der Gaming-Perspektive sieht und dann genau sagen kann, ja, hier habt ihr das. Red X vergessen, was man da eigentlich nehmen würde und der normale Zuschauer sagt sich, was ist Red X? Ja, ja, das wird toll. Freue ich mich drauf. Also seid gespannt. Ich hoffe, es klappt. Dann wird das demnächst auf dem Kanal Werbung #hashtag äh, #hashtag Werbung so rum. <lacht> <lacht> naja, Arabische gut. Schreibweise Werbung #hashtag Was auch. Ich hatte mir eigentlich eine andere Überleitung gedacht zu unserem Hauptthema. Wir wollten ja heute über Filme ab 18, also für, über Filme für Erwachsene sprechen. Ja. Und da habe ich mir so gedacht: Naja, so wie CBS sich verhalten hat, das ist ja ganz wenig erwachsen und eigentlich total kindisch. Und genau über das Gegenteil sprechen wir jetzt gleich. Hat nicht ganz geklappt. Ja, es macht ja, nix, war doch gut. Fallout ist ja quasi eine Serie für Erwachsene. Die ist ja schon sehr blutig. Würde ich auch sagen. Und wir haben ja gerade eben schon so im Vorfeld festgestellt, die ist ab 16. Ja, richtig. Genau, die ist ab 16 und das finde ich interessant, weil diese äh, Alterseinstufung hat ja Amazon selbst vorgenommen. Das ist ja so ein Streaming-Usus, dass Netflix und so weiter Altersfreigabe-Empfehlungen geben, mhm. keine Altersfreigabe, sondern Empfehlungen. Und die sind nicht verpflichtet, weil das halt online ist, das an die FSK zu geben. Manchmal machen die das trotzdem, gerade wenn die dann irgendwann mal ein DVD-Release oder so machen wollen oder weil sie das Logo brauchen irgendwie von der FSK. Ja. Aber ich glaube, die folgt dann einfach so dem, was Amazon sagt. Also es wird dann ab 16. Und wie siehst du denn das? Ist das eine gerechtfertigte Altersfreigabeempfehlung? Da würde ich auch gerne mal die Zuhörer und Zuhörerinnen mit einbeziehen, wie ihr das seht. Ich habe jetzt bisher nur die erste Folge gesehen. Ich kann auch nicht so viel sagen. Aber also da gab es ja auch schon so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, hui, will ich jetzt eigentlich gar nicht sehen. <laughs> so in dem Moment, muss das jetzt so sein? Oder ob ich bin ich da jetzt so empfindlich? Aber ich finde für, ich weiß nicht, für 16-Jährige. Ja, finde ich schon hart. Also, ich finde es schon hart an der Grenze, äh, mindestens hart an der Grenze. Ja, du hast halt einen Haufen Sachen, die gehen in den Bereich sexuelle Anspielungen. Da bin ich ja sowieso immer ein kleines bisschen empfindlich, das weißt du ja. ja. Äh, aber halt gerade was so die gezeigte Gewalt angeht, also wenn dann zum Beispiel durch den Kopf geschossen wird und dann wird die Waffe in den Kopf gesteckt und der ist dann quasi wie so eine Art Schalldämpfer. Mhm. Oder Löcher werden in Menschen reingeschossen oder dann in der späteren Folge, die kennst du noch nicht, da wird ein Kopf mit einer mechanischen Hand zerdrückt, richtig zerdrückt und es platzt dann halt und lauter Blut und äh. da sind ja ganz viele CGI-Blutfontänen. Ich finde das Blut sieht aber fantastisch aus, also der novelle Look ist toll. Okay. <laughs> ja, also mit 16 mit habe ich keine Probleme immer her ja, damit. Ich denke mir halt wirklich so ab 16, hey, hm, weiß nicht. Aber äh, vielleicht ist die heutige Jugend, ne, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Vielleicht äh, sind die einfach unempfindlicher geworden. Ich kann mir das zumindest vorstellen, wenn ich mir vorstelle, nochmal ganz ganz kurzer Exkurs. Ja, zum Beispiel sowas wie Wolfenstein 3D kennst du auch. <laughs> Witzig, habe ich heute erst mit meiner Freundin drüber gesprochen. Krasser Zufall, aber ja, kenne ich natürlich. Das war ja auch für lange Zeit indiziert und wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, kann man nur müde drüber lächeln. Genauso auch so das GTA-Thema oder ne, gerade so die ersten Teile, die noch so in 2D-Ansicht waren. Ich glaube, man ist da heutzutage einfach schon ein bisschen, ein bisschen abgehärtet. Und ich glaube, man sieht wahrscheinlich auch. Auch ohnehin sehr viel im Internet, was man nicht unbedingt sehen sollte. Da ist wahrscheinlich die Serie das kleinste Problem, das kleinste Übel. Ja, Uwe Boll hat mal gesagt, äh, jeder Hardcore-Porno ist quasi eine Tastatureingabe und ein Klick von deinem Bildschirm entfernt. Und damit hat er ja recht. Ja. Und dasselbe gilt auch mit Gewalt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als äh, Saddam Hussein gehängt worden ist, mm. da kursierte dann relativ schnell das Video von seiner Hinrichtung im Internet und die Leute auf dem Schulhof haben sich das via Infrarot auf den Handys geteilt. Ja. Und aber was ich noch mal ganz kurz sagen will, also mm. das ist jetzt für mich der Beweis, dass du anscheinend auch mit Google und so weiter im Bunde bist. Denn wie gesagt, ich war vorhin spazieren mit meiner Freundin und wir haben über Wolfenstein 3D gesprochen. Dann komme ich nach Hause, mache YouTube an, die Startseite und auf der Startseite wird mir ein Let's Play von Wolfenstein 3D vorgeschlagen. <laughs> und jetzt beginnen wir den Podcast und du sagst, Kennst du Wolfenstein 3D? Ich sag, meine Güte. Ja, ich habe dich natürlich auch spioniert. Klar. Ne? Ganz klar, ich habe da dir schon Trojaner drauf gehauen und habe gedacht, das Thema greife ich einfach nochmal auf, wenn du schon mit deiner Freundin drüber redest. <laughs> ja. Okay. Das ist schon verrückt. Ja, genau. Nochmal Thema Gewalt. Mir fällt auch gerade die Gabel im Auge ein von der einen. Das war ja auch schon St äh, Folge 1. Oder Kehlen, die durchgeschlitzt werden. Mhm. Und dann kommt der Typ mit der durchgeschlitzten Kehle. Also, das ist schon ziemlich heftig. Aber wie du schon sagst, ich glaube, du hast ja auch heute das Phänomen, dass ganz viele Filme, die erst indiziert waren, die werden jetzt ab 16 freigegeben. Mhm. Bei einer Neuprüfung. Ja, es ist schon, ist schon wild irgendwie. Ja. Aber gut, so ist es halt. Aber es gibt ja ähm, auch im Science-Fiction-Bereich trotzdem. Ganz viele Filme, die noch ab 18 sind. Da wollten wir heute ein bisschen drüber reden. Ich bin mal gespannt, mit was du da einsteigen möchtest. Du hast bestimmt schon ganz spezielle Sachen im Kopf. Ja, und zwar würde ich da einsteigen mit etwas, worüber ich eigentlich gar nicht reden möchte, aber was ich mir so als alternative Überleitung gedacht habe. Und zwar Thema Erwachsene. Auf Netflix wurde quasi ja dieser Film Rebel Moon gezeigt und da wurde im Vorfeld auch gesagt von einem der Schauspieler, glaube ich, der gesagt hat, das ist quasi Star Wars, aber mit Gewalt, Sex und Fluch und Schimpfwörtern. Mhm. Ja, jetzt fand ich Rebel Moon gar nicht mal so toll, deswegen will ich darüber gar nicht sprechen, <laughs> sondern über andere Sachen, aber das war so. Diese Aussage finde ich erstaunlich. Ich habe ja Rebel Moon auch gesehen. Mhm. Ich würde das jetzt nicht so in diese Kategorie einordnen. Ich fand, ja, also war, ja, war ein sehr durchwachsener, sprunghafter, war ein Film, ne, war so ein Zweiteiler, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, genau. War ein Zweiteiler. Da oder? soll noch ein zweiter Teil rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob da ein zweiter Teil rauskommt, weil der hat ja schon ganz schön einstecken müssen, was so die Kritiker und auch Zuschauerstimmen angeht. Ich weiß nicht, wie die Abrufzahlen sind. Und vor allem würde mich mal interessieren, wie weit die Watchtime ist. Also bei mhm. den Leuten, die da drauf geklickt haben, wie viel Prozent haben den tatsächlich zu Ende geguckt? Ja, ich habe ihn tatsächlich zu Ende geguckt, aber ich fand ihn auch nicht wirklich gut. Es war so, kann man mal nebenbei gucken, aber hat mich überhaupt nicht, wirklich nicht begeistert, weil der, äh, ich glaube, da. Habe ich auch so dasselbe Empfinden wie ganz viele Kritiker da draußen, die, also ich habe mir auch ein bisschen was durchgelesen oder mir angesehen, die auch meinten, das wäre so eine Mixtur aus ganz vielen verschiedenen Ideen und Filmen irgendwie zusammengewürfelt, dass dann irgendwie was bei rauskommt. Und, und das Gefühl hatte ich auch, es war irgendwie so gefühlt nichts eigenes. Es war so, hm. es, es wollte irgendwas sein. Aber es war dann halt nichts. So. Ja, ich glaube, das ist konzeptionell bedingt, das hat ja Zack Snyder gemacht. Und nun mag ich die Werke von Zack Snyder. Aber ich finde halt, dass er kein guter Geschichtenerzähler ist. Er ist halt sehr, sehr gut darin, etwas zu inszenieren und tolle Bilder zu machen. Mhm. Und 300, ich verehre diesen Film, ja. der sieht fantastisch aus, aber er hatte halt das Glück, dass er die Comicvorlage hatte und dass er diesen George Miller halt, der ihm das dann halt auch geschrieben hat, dass der zur Verfügung stand. Und das merkt man dann, wenn das im Einklang steht, dass du einen guten Drehbuchautor hast und dann halt diesen guten Regisseur Sex, Sex Snyder, ja. dann kommt was Tolles dabei heraus. Ja. Oder wenn er halt etwas neu verfilmt, sowas wie Dawn of the Dead. Das hat er ja das damit, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat er das äh, Zombie-Genre wieder on vogue gemacht, was ja er dann erstmal so tot war und so weiter. Und dann hat er seinen Dawn of the Dead gemacht, der ist total abgegangen, hat richtig viel Cola eingespielt. Mhm. Und nur dadurch konnte derjenige, der das Original Dawn of the Dead gemacht hat, George Romero, überhaupt seinen Film nochmal machen und hat dann Land of the Dead gemacht. Ja. Und das war nur möglich, weil, ja, dieser Erfolg halt kam, weil Zack Snyder eben gut inszenieren kann. Genau. Ja, das ist äh, gut erkannt, ja. Also ich, ich, ja, also Inszenierung ist eigentlich genau das Stichwort. Also Rebel Moon war ja auch rein optisch. Vielleicht nicht unbedingt das Meisterwerk, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Es ne? also war, war teilweise ja schon schön inszeniert und hatte so nette Ideen, aber genau, wie du, wie du sagst, konzeptionell war es halt Murks und dann hilft halt auch die beste, beste Inszenierung nicht mehr. Nee, das stimmt. Und ich brauche halt nicht nochmal etwas, was wie Star Wars ist. Ja. Ich hätte halt gern, dass wir nochmal gute Star Wars bekommen. Da wäre ich sehr, sehr dafür. Ich bin gespannt, jetzt Echo Light, wie das wird. Der Trailer hat ja auch richtig einkassiert. Der hat ja ganz viele Dislikes bekommen. Mhm. Ich bin mal gespannt, ich gebe es nicht auf. Mein Star Wars-Herz schlägt weiterhin. <laughs> auch wenn es jedes Mal wieder einen Tritt bekommt. Okay, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Den Trailer von Ecolite habe ich mir auch angesehen. Ich habe jetzt aber nicht unbedingt drauf geachtet, wie viel Dislikes oder Likes der hat. Ich, hab, ich, ich fand den eigentlich ganz gut. Und jetzt sagst du hier einfach, dass der schon wieder so viele Kritiken abbekommt. Das schockt mich gerade ein wenig. Ja, es dauerte nicht lange. Dann kamen die ersten Reaction-Videos von den großen Film-YouTubern, die dann sagten, ja. warum Ecolight im Netz gehatet wird und warum Ecolight schlecht ist. Und auch in meiner einen YouTube-Gruppe hieß es dann halt: Ja, kennt ihr ja diesen Satz und jenen Satz? Alles schlecht. Ja, ich fand, ich bin übrigens, ah, das kann ich gleich mal sagen, ich bin dir fremd gegangen. <laughs> Aha. Ja, ich war letztens bei einem anderen Podcast zu Gast, äh, die Hasserfüllten drei, und da habe ich natürlich ganz viel Werbung auch für unseren Podcast gemacht. <laughs> sehr gut, sehr gut. Ja, und da hat mein Podcastpartner in diesem Podcast gesagt, also äh, der Gastgeber, dass die Echo Light, und das ist mir gar nicht so aufgefallen, total schlecht geschnitten ist, der Trailer. Und der kennt sich aus mit, mit Filmschnitt. Mhm. Und äh, als Positivbeispiel hat er den Trailer von Andor Genannt von Endor. Und ja, ich habe mir den Endor-Trailer tatsächlich mehrmals angeguckt, weil ich den cool fand, ohne sagen zu können, es liegt jetzt am Schnitt oder so. Ich fand ihn halt einfach cool. Und den Echo Light Trailer, der ist halt dann doch ein bisschen generischer. Ja, das, okay, das kann man schon zugeben, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht aus dem, also mir aus dem Trailer herleiten, dass, er, dass das jetzt schlecht wird. Das Gefühl hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich, ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ja, ich mich auch, weil die Thematik mich auch irgendwie interessiert. Ja, das ist ein spannendes Thema. Das geht einfach nochmal eine ganze Ecke weiter zurück und auch mit einem völlig neuen Thema, das wir, außer ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich auch Bücher und Zeug. Ich stecke jetzt in dem Star Wars-Thema nicht so drin, aber ich kenne aus dieser Zeit halt nichts und ich freue mich drauf, da was drüber zu sehen. Ja, ganz simpel, ganz einfach. Ich freue mich da auf, auf ein bisschen mehr Input. Ich mich auch. Ich bin ein simpler Mensch. Ich sehe Sif-Lords <laughs> oder Sifs halt im Allgemeinen. Ich klicke drauf. <laughs> okay. Ja, nee, also da habe ich, hab ich mehr zum Beispiel an Ahsoka die letzten Folgen zu meckern als jetzt an diesem Trailer tatsächlich. Aber gut. Ja, gut. Ahsoka war aber auch schlecht. Also, ich fand Ahsoka von vorn bis hinten leider schlimm. Das liegt nicht an den Schauspielern. Die Schauspieler waren wirklich fantastisch. Also wirklich alle durch die Bank weg. Wirklich super. Mhm. Es lag einfach an den Drehbüchern und es lag auch teilweise an der Inszenierung. Ja. Wobei ich da mal wieder nicht sagen kann, dass es mir aufgefallen ist. Aber wir haben dann die Movie Amps haben wir da. Ich hatte ja mit denen meinen Stream gehabt über Ahsoka und die hatten dann so gezeigt. Hier guck mal. Die guckt jetzt eine halbe Minute lang in der Kameraeinstellung in diese Richtung. Dort ist nichts. Wir sehen ja den Gegenschuss. Wo Guck die bitte schön hin und halt lauter solche Sachen. Das zum einen. Und zum zweiten war ich bei Asoka wirklich enttäuscht von der Choreografie. Das ist eine Serie, Ahsoka ist, ist eine Persönlichkeit geworden im Star Trek-Universum. Und da habe ich mich wirklich drauf gefreut, die kämpfen zu sehen. Und ich war von, diesen, von dieser Inszenierung, von dieser Chore Choreografie wirklich maßlos enttäuscht. Das, war, das hatte nichts für Also, das war einfach langweilig. Es mhm. war nicht gut. Es war einfach nicht gut für mich. Aber das stimmt. Naja, schauen wir mal weiter. Filme ab 18, im Science Fiction. So. <laughs> Gut, ich würde direkt mal mit einem starten. Ich hatte ja das letzte Mal schon mal so Filme auch erwähnt, die ab 18 sind, deswegen starte ich mit denen jetzt nicht, denn wir wollen ja unvorhersehbar sein. <laughs> ja. Und ich starte mal mit einem Klassiker, würde ich sagen, mit einem Remake, witzigerweise, von einem Film, der mal in den 50ern, glaube ich, laufen ist. Hm? Jedenfalls Die Fliege. Du kennst doch bestimmt Jeff Goldblum in Die Fliege. Puh. Vielleicht kennst du die, die Simpsons-Folge, wo es äh, darum geht, dass ich, also so eine Halloween-Folge, da kauft sich Homer so einen Teleporter und in, bei einem der Teleportationsversuche ist Bart mit einer Fliege zusammen halt in dem Teleporter, weil er sich denkt, da wird er ganz stark und kann fliegen. Ja, ja. Und am Ende kommt dann da halt zwei raus. So war das in dem Film nicht. In dem Film ist halt Jeff Goldblum quasi, wird mit einer Fliege gekreuzt, bleibt ein Wesen, aber verändert sich immer mehr, wird immer mehr zu einer Fliege und wird halt auch ja. ein bisschen böse und äh, alles ist super Täglich, aber auch irgendwie fantastisch. Ja, jetzt habe ich mir gerade die Bilder nochmal angesehen. Ich habe den schon mal gesehen, aber das ist eine ganze Weile her. Und jetzt, wo ich die Bilder sehe, <laughs> unbedingt mal danach googeln. Ist jetzt mein Tipp da, da draußen. Oh, die Shit. Ich glaube, den muss ich mal wieder angucken. <laughs> ja, ich habe den nämlich vor ein paar Monaten mal wieder geguckt und ich dachte mir, mein lieber Scholli, also ich fand den damals schon brutal, aber da war ich generell so Gorehound-mäßig unterwegs und habe alles geguckt, was irgendwie brutal ist. Ja. Und jetzt sage ich, wow, also für so einen Film, der so, so ein, ja doch im Mainstream angekommen mhm. ist, den kennt ja jeder irgendwie schon mal gehört, so Die Fliege, ja. Jeff Goldblum und hat ja auch dann noch einen, einen Nachfolger bekommen mit Eric Stolz in der Hauptrolle. Die Fliege 2. Ja, den fand ich übrigens gar nicht mal schlecht. Also, der ist so ziemlich underrated. Okay, den kenne ich nicht. Aber ich habe den erst gesehen, ja, und ich sehe auch gerade die Bilder und ich verstörend. Muss man mal mit den Kindern angucken. <laughs> mm, ich glaube, also, das sind Szenen drin, die bleiben dir im Gedächtnis. Die sind super eklig. <laughs> ja. Das ist halt so dieser Body-Horror. Und den hast du vor einiger Zeit mal wieder geguckt, okay. Ja, den habe ich geguckt und habe mir die Frage gestellt: Würde der auch funktionieren, wenn der jetzt ab 12 wäre? Also angenommen, man macht die gleiche Geschichte, aber zeigt halt nicht so diese krasse Metamorphose oder zeigt die halt total abgeschwächt mit weniger Ekel sehen. Würde der Film dann genauso funktionieren? Wäre der genauso erfolgreich geworden? Oder würde man sagen: Ja, ist nichts Besonderes und nur die Idee des Transporters reicht eben nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Film. Ist schon so ein bisschen bekannt geworden, weil er auch so ist, wie er ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe die Bilder gerade immer noch vor mir. Ich, <laughs> das, äh, das ist schon abgefahren. Nee, ich glaube, dann wäre er nicht so in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich glaube nicht. Dazu, äh, was Story angeht, kann ich leider gerade nicht, gar nicht so viel zu so sagen, weil das habe ich einfach nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr genau. Ich muss mir den echt nochmal angucken. Also jetzt, wo ich das sehe, eigentlich schon wieder Bock drauf. Ja. Gibt es den irgendwo zum Stream? Nee, ne? Ja, das weiß ich nicht, weil ich hatte den nicht gestreamt. Ich habe den ja zu Hause. Deswegen auch den zweiten Teil habe ich zu Hause. Ah, okay. Ja, deswegen kann ich das nicht sagen. Solche brutalen Filme, das ist manchmal schwierig, die zu kriegen. Deswegen. Aber das ist ein cooler Einstieg, den habe ich wirklich vergessen. Irgendwie. Und äh, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich finde, dass der Regisseur, das ist ja David Cronenberg und es gibt ja mittlerweile, dank Rick and Morty, das geflügelte Adjektiv des Cronenbergens, das quasi etwas total den Body-Horror bekommt und super eklig wird und biologisch und so und ja. ganz weird halt aussieht. Das finde ich irgendwie witzig und ich mag auch die Filme von Cronenberg, der hat da ja auch zuletzt jetzt wieder einen rausgebracht, Crimes of the Future und so weiter. Mhm. Aber was ich noch mehr mag und jetzt wird es verrückt, also was heißt verrückt? Es ist halt einfach so, ich liebe die Filme seines Sohnes. Ich finde, sein Sohn geht in eine ähnliche Richtung, aber ist sogar nochmal eine Stufe besser oder zeitgemäßer, wie auch immer man das nennen will. Der heißt Brandon Cronenberg. Sagt ja der, der Name jetzt so. Nein. Ich, ich bin ja sowieso super schlecht mit Namen. Ah ja, stimmt. Was hat er denn so gemacht? Der hat bisher, äh, er hat drei Filme gemacht. Ich habe aber, also zwei davon finde ich absolut super genial. Und das ist einmal Possessor und Infinity Pool. Hm. Ja, Infinity Pool ist halt einer der neueren. Also der ist halt jetzt erst relativ vor kurzem rausgekommen. Ah, okay. Und total verrückt. Und Possessor war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, du trittst wirklich in die Fußstapfen deines Vaters. Das ist der absolute Wahnsinn. Der Film hat mich richtig fertig gemacht. Ja. Der war so krass irgendwie. Ich finde, dass dieser Brandon Cronenberg es schafft, so einen richtigen, der hat immer Sci-Fi-Themen. Also wir bleiben beim Thema Sci-Fi, S-A-I-F-A-I. Und in seine Themen sind heftig. Mhm. Und dann verpackt er die so sehr, dass das in meinem Kopf was anstellt. Also ich fühle mich richtig auf eine angenehme Weise, Unwohl, wenn ich die Filme gucke. Ja, okay. Er hat jetzt gar nicht so gute Bewertungen. Aber das muss ja nichts heißen. Das ist ja kein Mainstream wahrscheinlich. Nee, das ist wirklich, obwohl der Mainstream Schauspieler hat, also jetzt mit, mit Infinity Pool, ich komme jetzt gar nicht auf die Namen, aber es ist halt auf jeden Fall sehr hochgradig besetzt. Ja. Aber ich kann, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Leute das nicht cool finden und den Film nicht mögen, weil der ist definitiv sehr speziell. Aber das ist das, was ich so mag, weil wenn ich jetzt so die anderen Kino-Hollywood-Popcorn-Produktionen gucke, dann sind die alle ziemlich ähnlich und du erkennst irgendwie nicht die Handschrift des Regisseurs mhm. bei. Dem hier erkennst du genau. Das ist ein Brandon Cronenberg-Film, weil so dreht kein anderer Mensch Filme. Verstehe. Da hast du mir was voraus tatsächlich. Ich bin ja schon. Ich müsste jetzt schon zugeben, dass ich eher so im Mainstream-Bereich angesiedelt bin. Bis auf ein paar Ausnahmen. Gerade im Science-Fiction kennt man natürlich auch noch so ein paar ja Dinge, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Aber ja, da bist du glaube ich ein bisschen besser aufgestellt. Aber es ist interessant. Denn äh, so kann ich mir da auch vielleicht auch mal was rausziehen, was ich vielleicht nicht so auf dem Schirm habe. Und die Zuhörer: ZuhörerInnen äh, natürlich auch. Ja, vielleicht wollt ihr ja mal, wenn ihr von dem noch nie was gehört habt, nicht unbedingt mit Infinity Pool starten. Das wäre vielleicht wirklich zu krass. Aber Possessor <laughs> ist ein guter Einstieg. Der heißt Prozessor, ja. Wie, wie Prozessor. also P-O-S-S-E-S-S-O-R. Prozessor. Okay, der ist von 2020. Ja. Mhm wie gesagt, hat der erste, den ich von ihm gesehen habe und der hat mich richtig, also einer meiner Abonnenten, der hat es sehr gut ausgedrückt, der hat mich regelrecht durch die Bude äh, durchs Wohnzimmer geprügelt. <laughs> okay. Das sieht auch schon wieder so verstörend aus, wenn ich dann noch mal google, ne? Ist auch. <laughs> das ist auch schon wieder so huh. Muss man Bock drauf haben. Ja, aber hat eine richtig coole Grundidee. Also, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist einfach halt die Grundidee des Films. Ja. Es geht darum, dass man halt in den Körper eines anderen einsteigt. Also, dass man halt seinen Geist da überträgt und dann halt den Körper steuern kann. Oh, okay. Und das hat dann aber einen Twist. Der, den werde ich nicht spoilern, aber das, mhm. wow. Ja, der Film macht dich fertig irgendwie, aber regt halt auch zum Nachdenken an. Okay, super interessant. Das muss ich mir mal dann wohl auch irgendwann mal geben. Das sind halt so Filme, wenn ich da schon die Bilder sehe, da muss ich halt Bock drauf haben. Das stimmt, das kann man nicht so nebenbei, also das ist kein Film einfach zum Abschalten. Ja, genau. Gibt ja solche und solche. Aber wir reden ja natürlich auch über Erwachsenenfilme, da ist Abschalten wahrscheinlich generell nicht so Thema. Das stimmt. Und vielleicht noch ein kleine, kleiner Einschub, wenn wir über Erwachsenenfilme reden, da könnte man ja was anderes denken. Ich glaube, die klammern wir heute mal aus. Ach schade. <lacht> <lacht> Aber ist, ist nicht sowas wie Total Recall auch ab 18? Sehr gut, das ist nämlich der nächste, den ich mir aufgeschrieben habe. Ha. Und der ist doch Mainstreamig, oder? Der ist schon sehr Mainstreamig und trotzdem ab 18, ja. Und äh, da verstehe ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht so richtig, warum der ab 18 ist. Das ist, glaube ich, wieder sein der Zeit geschuldet. Wir schreiben das Jahr 1990. Da war die FSK noch etwas rigoroser. Ja, okay, wahrscheinlich. Da wurden ja wirklich krasse Filme auch indiziert. Der wurde nicht indiziert, aber dann halt ab 18. Ja, das das kann natürlich schon sein, weil bis auf eine Szene, also das ist auch kein Spoiler, ne? der Film ist alt. Ähm, da kommt ja zum Schluss. Ähm die Szene, wo sie auf dem Mars landen, so raus, rausflutschen und dann sich so das Gesicht verzieht, das ist, glaube ich, das einzig Schlimme, wo ich sagen würde, okay, da könnte man jetzt drüber streiten, ob das ein Kind sehen muss oder nicht oder ein Jugendlicher. Aber ansonsten ist das doch eigentlich ein stinknormaler Sci-Fi. Mhm. Oder vergesse ich da irgendwas? Da war doch nichts, nichts... Äh nichts schlimmes an dem Film. Ne, ich würde auch denken, wenn der heute eine Altersfreigabe äh, Empfehlung bekommen würde, so von Amazon, die würden den ab 12 freigeben. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre ein ab 12 Film. <laughs> Aber er ist immer noch ab 18. Das finde ich krass. Ja, in Amerika hat vielleicht auch noch mal ein bisschen schlimmer, weil es gibt eine Parallele zu Star Trek 5. Kannst du dir vorstellen, welche das ist? Eine Parallele jetzt bei Total Recall oder was? Mhm. Ja. Eine parallelte Zeitwege? Das geht jetzt in eine ganz verrückte Richtung. Äh, ich könnte mir nur vorstellen, vielleicht Entstehungsgeschichte, so das religiöse. Die dreibrüstige Frau. In Star Trek 5 hast du ja eine Frau mit drei Brüsten. Okay, dann bin ich. Ich habe jetzt ganz anders gedacht. Ja, hab ich gedacht, aber ich dachte, für Erwachsene, vielleicht kann man ja doch ganz kurz das mal bedienen. Ja, die Katzenfrau in Star Trek V, ja, mit den drei Sitzen. Ja. Richtig, genau. Und in, in Total Recall hast du ja auch eine Frau mit drei Brüsten. Das ist halt jetzt die Frage, das ist, ist das unabhängig voneinander entstanden? Könnte sein, weil so weit sind die nicht entfernt. Oder hat Total Recall von Star Trek geklaut? Man weiß es nicht. Ja, vielleicht einfach, vielleicht war das einfach zu der Zeit, so ein Wunschding von vielen Männern oder so, keine Ahnung. <laughs> ich weiß es nicht. Also, ich finde es immer noch ähm, sehr seltsam, aber nun gut. Ja, es äh, entspricht auch nicht unbedingt meinen Vorlieben, genauso wie mein Vorlieben nicht das Remake entsprochen hat von Total Recall. Hast du das gesehen? Mm, ja. Ich habe das gesehen, ist aber nicht so nicht so wirklich im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Also, natürlich, ja, es sieht natürlich schicker aus, alles, aber. Ich weiß nicht so dieser dieser Flair so dieses ja so dieses Feeling beim Anschauen dieses gewisse etwas ist da ist da nicht so nicht so gekommen. Weißt, was ich meine? Ja, finde ich auch. Ich war sogar richtig enttäuscht. Ich bin ins Kino gegangen mit einem Kumpel. Wir beide relativ große Fans von Total Recall und das ist ja auch jetzt muss ich überlegen, wer hat Total Recall gemacht? Das war doch hier Paul Verhoeven, müsste das gewesen sein? Und wir waren Fans seines Schaffens. Also der ist ja generell so für Erwachsenenfilme sehr, sehr gut. Und dann waren wir super krass enttäuscht. Ja. Das war echt schade. Äh, ich gucke jetzt auch gerade noch mal nach, Total Recall. Genau, Pol Ja. Also da, da wurde ich schon ein paar Mal korrigiert. Ich sage immer Werhofen und dann heißt es, nein, das heißt Pol Wehrhofen oder wahrscheinlich ganz anders. Also der Mann wird selber am besten wissen, wie er heißt. Ist ja auch schon ein bisschen älter, der Mann. Ja, ja, genau. Der hat dann auch den RoboCop gemacht, ja. über den wir das letzte Mal gesprochen haben beim Filmeraten. Starship Troopers. Genau, auch ein schöner Sci-Fi-Film ab 18. Ah, stimmt, der ist auch ab 18? Mhm. Ah, ja, okay, kann, kann ich verstehen. Also <laughs> Starship Troopers kann ich schon verstehen, warum man den so einstuft. Wobei auch hier glaube ich, wäre so ab 16 auch in Ordnung mittlerweile. Ja, denke ich auch. Aber Starship Troopers ist ein fantastisch. Ich habe den, ich glaube vor, einem hm, Monat oder so habe ich mir gerade noch mal angeguckt. Ah, cool. Ja, na also ich bin bin schon ein bisschen Fan von. Bin aber auch enttäuscht von den. Film, die danach kamen. Ja, es gab ja, glaube ich, zwei oder drei Fortsetzungen davon. Drei, glaube ich sogar. Ja, die sind aber alle, also die wurden immer schlechter. Hm. Ja, und mich, war ich so richtig enttäuscht, weil ich mag den ersten wirklich. Der ist, der war auch so, er war auch so einfach anders. Ja, der hat sich auch nicht so ernst genommen und war trotzdem gut gemacht und hat natürlich tausend Logiklöcher, aber er war halt einfach witzig. <laughs> und da habe ich mir irgendwann mal so gedacht, ja, dann kann ich mal die anderen ja auch mal ausprobieren. Vielleicht taugen die ja irgendwie was und war halt gar nicht so, ich war mhm. maßlos enttäuscht nach diesem coolen ersten Teil. Schade. Aber ich habe vor kurzem, das kann ich noch dazu ergänzend sagen, zufälligerweise dann auch noch auf YouTube Videos gefunden mit Szenen, die rausgeschnitten wurden. Und da fand ich super interessant. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Nein. Da gab es ganz viele Szenen, die noch die Thematik, diese Liebesgeschichte behandelt haben. In dem Film kommt ja, kommt es ja so ein bisschen rüber. Wie heißt die Hauptdarstellerin, die mit dem anderen zusammen ist? Die, diese, die nachher das Schiff fliegt. Denise Richards. Die Denise, genau. Die Denise fliegt ja das Schiff ne und die trennt sich ja von dem anderen, von ihrem Kumpel da. Äh, nicht Kumpel, <laughs> war ja mit dem zusammen und dann gehen die ja getrennte Wege ne und in dem Film kommt es ja schon so rüber, als ob die schon so ein bisschen eiskalt wäre. Ja, sie hat ihn einmal abserviert und dann ja hat sie sich den Neuen geschnappt. Aber ich glaube, es war ursprünglich anders geplant. Nämlich mit den Szenen, die ich da noch gesehen habe, hat die noch um ihn getrauert, war sie nicht so sicher, ob das die richtige Entscheidung ist, hat mit ihrem neuen Macker, also der später der neue wurde, auch so drüber geredet. Da war noch viel mehr Emotionen dabei. Das haben die alles komplett gestrichen. Und das fand ich interessant, weil die da nämlich, da habe ich mir so gedacht, ja, hoppla, okay, die hat es gar nicht so einfach weggesteckt. Die hat schon noch irgendwie an ihm gehangen und wusste nicht so richtig, ob das, ja, geht ja dann auch in Richtung Fernbeziehung. Wollte sie vielleicht nicht unbedingt, aber im Film kam sie halt so eiskalt rüber. Fand ich cool. Wollte ich jetzt einfach nochmal mit einbringen, dass ich das gesehen habe. Gelöschte Szenen von Starship Tubers. Sowas ist immer interessant, gelöschte Szenen. Da hat übrigens uns einer in die Kommentare, also nicht nur einer, äh, die, die, liebe Dominion war das, hat uns in die Kommentare geschrieben, als wir über das Anschnallen in Star Trek gesprochen haben, dass es wohl eine gelöschte, also eine nicht verwendete Szene gibt, die man auf der DVD von Star Trek Nemesis findet, wo die Leute angeschnallt sind. Oh. Auf der Brücke. <laughs> oh. Ja, ich erinnere mich vage. Ist es nicht so eine Szene, wo so diese Gurte so fancy sich nach oben aufbauen? Oder verwechsle ich das? Aber nee, ich Das kann mein, sein. So was habe ich auch mal gesehen. Vielleicht war das da. Ich meine, es. Ja, genau. Ich meine es ja auf der Brücke der Enterprise eh gewesen, wo das dann so hoch schnallt. Ja. Das kann wirklich sein. Hm. Interessant. Auf jeden Fall cool. Also so. Ich mag ja solche. Hintergrundinformationen, also was sind die gelöschten Szenen? Zum Beispiel, wenn da in Star Wars gesagt wird, ja und diese gelöschte Szene wird da alles in einem anderen Licht darstellen lassen und so. <lacht> ja, es <laughs> gibt's halt auch. Aber das ist dann wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man während dem Drehen merkt, naja, hm, vielleicht gehen wir doch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Hier in dem Fall Starship Troopers, weil ich gerade genannt habe, war wahrscheinlich, ja, ist uns zu schnulzig, wir konzentrieren uns auf das Bugs-Töten. <laughs> ja. Mhm. ja, was mir so auffällt, wenn ich gerade mir die Wikipedia-Seite von Starship Troopers angucke, zwei von den großen Darstellern dort, die auch damals recht populär waren, die sind dann irgendwann so den Weg des B-Movies gegangen und irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also Caspar Van Dien und Patrick Muldoon, mhm. das waren mal echt große Stars und von denen hörst du jetzt kaum noch was. Nur noch in solchen, also ich weiß, dass beide auch in solchen D-Asylum-Produktionen mitwirken, diese ja. Billigsachen. Okay. Und Neil Patrick Harris hat dann ja die große Karriere mit How I Met Your Mother gemacht. Ah ja, ah ja, ja ja. Mhm. Aber Richtig. auch noch ganz jung. In Starship Troopers. <laughs> ja, ist richtig. ja, Der war aber auch schon da cool, ne? Der war auf dem Starship Troopers eigentlich auch schon. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon gemocht, den Charakter oder den Schauspieler so von seiner Art her. Das hat mir immer, der hat mir immer ganz gut gefallen. Ja. Ein hauer media ja, sowieso. Starship Troopers ist ja auch der ideale Antikriegsfilm. Mhm. Denn alles fängt ja so an, Krieg ist cool und irgendwie und wir müssen gegen die Bugs ins Feld ziehen und so weiter. Und dann siehst du den Krieg und dann ist aber alles ziemlich schlimm. Und es gibt ja da auch ganz viele Anleihen, wenn zum Beispiel. Ähm, und so How I Met Your Mother Typ dann in so einer Uniform dasteht, wo du dir denkst, na, das ist aber mal eindeutig eine <laughs> SS-Uniform. <Ja. lacht> und da habe ich letztens einen sehr interessanten Talk gesehen das war auf dem Kanal Sean David TV das ist auch so ein YouTuber aber Sean David hat gar nicht mitgemacht mhm. sondern da waren äh, dort Thilo Gose Johann und dann der Schröck hier von von Kino Plus und noch ein anderer mhm. und die hatten halt das für mich irgendwie total interessant gesagt und zwar dass das noch mal so eine andere Gruppe an Leuten dazu bringt sich mit dem Thema Krieg auseinanderzusetzen weil du hast ja sonst so diese Filme wie Schindlers Liste mhm. oder halt sowas die halt wirklich auf eine sehr ernste Art und Weise halt Krieg verhandeln und dir zeigen, das ist schlecht, das ist böse. So, aber wenn du jetzt das Thema der Satire nutzt und der Überzeichnung und so weiter und dann mit der Erwartungshaltung spielst, das, da hast du nochmal einen ganz anderen Impact auf Leute, die gar nicht empfänglich sind für ähm, Schindlers Liste. Das ist richtig. Es ist interessant, dass du das erwähnst. Ich habe gestern Schindlers Liste nochmal angeguckt. Ja, krasser Zufall. <laughs> ja, wir hören uns anscheinend gegenseitig ab. <laughs> ja, ja, anscheinend schon. Ähm, ja, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber es war auch wieder. Aber, ja, naja. Ich würde gerne noch einen Film ein, einbringen, mhm. der mir persönlich am Herzen liegt und der tatsächlich anscheinend auch immer noch ab 18 ist. Es gibt ja, na, ganz nebenbei, es gibt natürlich ganz, ganz viele Filme. Wir können jetzt nicht alle ansprechen, aber der zum Beispiel, das ist das Gamer mhm. das ist 2009. Kenne ich, mit Jared Butler oder war das mit? Ähm, Gerard Butler, genau, ja, ist richtig. Der Film ist von Mark Neville. Ne den, Neville Dine <laughs> irgendwie so und Brian Taylor die kenne ich jetzt noch nicht aber den Film finde ich bis heute voll cool ich weiß nicht der hat was ich weiß noch also in Game vielleicht erstmal so rum ne in Gamer es ja darum äh, Strafgefangene Mörder etc die bekommen die Chance sich äh, frei zu spielen über ein bestimmtes Spiel das gesteuert wird von Spielern also sie bekommen dann so ein Chip eingepflanzt wie auch immer und werden dann gesteuert. Und wenn die zehnmal hintereinander gewonnen haben oder überlebt haben, glaube ich, dann könnten sie rein theoretisch freikommen. Und da gibt es halt einen, das ist äh, ähm, Gerald Butler, oder? Das ist heute der Hauptdarsteller, den meinst du doch oder? Genau, Gerald Butler, Hauptdarsteller, ja. ja. Ja, Ich und Namen, ey, das ist so schlimm. Der, der, ist halt, ne, der Main Character hier und der ist eigentlich, der hat eigentlich gar nichts zu suchen, der hat eigentlich gar nichts gemacht und den wollen sie auch nicht freilassen. Aber die Idee alleine, so als kleiner Gamer und Nerd fand ich halt so cool, dass da Menschen gibt, die dann Menschen steuern, die sich gegenseitig abknallen, hm. ist natürlich absurd und hoffentlich kommt das auch nie so. <laughs> Aber so als Filmidee fand ich es halt immer äh, ziemlich cool. Finde ich auch interessant und das ist faszinierend. Der Film hat ja auch sehr negative Kritiken bekommen, wenn ich mich da zurück erinnere. Ich verstehe es nicht. So von der breiten Presselandschaft und so weiter. Und das ist irgendwie manchmal so eine Sache. So also hin und wieder teile ich so die Kritiken, aber manchmal denke ich mir, warum verreist er so einen Film? Und manchmal will ein Film halt auch einfach nur eine coole Idee haben, Action haben, gut unterhalten und so weiter. Und das sind für mich schon drei Zutaten, die einen Film sehenswert machen. Und dann heißt es, ja, aber der ist an der Stelle nicht philosophisch und kritisch genug oder der hat diesen kleinen Makel und schon sage ich, es ist ein schlechter Film. Das begegnet mir irgendwie in letzter Zeit sehr oft. Ja, das finde ich auch sehr schade, weil nicht jeder Film immer denselben Anspruch. Gamer zum Beispiel ist einfach Popcorn-Kino. Ganz klar. Das, der will einem nicht jetzt groß irgendwie was vermitteln, sondern der hat einfach eine coole Idee. Ich erinnere mich zum Beispiel auch in dem Film, diese Gamer, die haben da so ein, so ein geiles Display vor sich, so, so eine, so 360 Grad Display in ihrem Zimmer. Und ich habe mir so vorgestellt, boah, könnte ich mir eigentlich per Beamer nachbauen, ja, so. Das sind so diese Kleinigkeiten, allein in dem Film, die mich so begeistern, so dieses Nerdige und diese Idee von, von diesem Spieler und, und echten Personen. Und der will jetzt nicht groß was vermitteln. Das ist einfach nur ein netter Sci-Fi-Film, der unterhalten will. Ja. Und so sollte man die ja dann auch sehen. Solche, also solche Filme sollte man auch eben genauso sehen. Das hat man oft bei Sci-Fi-Filmen, die ab 18 sind, dass die halt jetzt nicht so die tiefgründige Auseinandersetzung, wo ein Wolfgang M. Schmidt jetzt zum Beispiel da zur Höchstform auflaufen könnte, ja. suchen, sondern dass die dich unterhalten wollen und dass die halt wirklich für dich, wenn du dann abends irgendwie nach der Arbeit einfach nur mal schön in deinem Sessel oder wo immer du auch sitzt, krass unterhalten werden willst. Auf dem Boden. Auf dem Boden. <laughs> ne, dann ist das halt perfekt. Also so ein Film wie ja. Gamer. Und genauso auch Dread zum Beispiel, diese äh, relativ neue mit Carl Urban in der Hauptrolle, Judge Dread-Verfilmung. Ich mag ja beide Verfilmungen. Aber die neuere ist ja quasi für Erwachsene. Der ist ja wirklich viel brutaler als der aus den 90ern. Und ich hatte eine richtig geile Zeit im Kino. Schon allein, weil der so ein tolles 3D hatte. Ich muss schon wieder googeln. Dread? D -R -E -D -D. Dread, D-R-E-D-D. Dread habe ich nicht gesehen ist es Judge Dread? Genau, das ist quasi Judge Dredd. also der ursprüngliche mit Sylvester Stallone hieß ja Judge Dredd yeah. und war ein bisschen auf äh, ja, halt ab 12, nee, 16, glaube ich. Ja, genau, ab 16 und war geil, ich finde ihn immer noch toll, aber ist halt mehr so in die Richtung trashig, sage ich mal. Yeah. Und der neuere Dredd, der ist halt wirklich sehr sehr ernst, sehr brutal und Carl Urban perfekte Besetzung. Der Film hat Spaß gemacht. Ich kenne den gar nicht. Da hast du was verpasst. Der sagt mir gar nichts. Das ist komisch. Auch der Alte nicht. Ich mag Stallone eigentlich mega. Ja, ja, Rocky, Rocky, Rocky lässt grüßen und Rambo, aber. Nee, den, den, den habe ich verpasst. Verrückt, das basiert auch so auf Comics. Und in den Comics ist das aber ganz anders als in der, in der ersten Verfilmung. Jetzt die neuere. Dredd hält sich eher an den Comics. Aber Silvester Stallone musste wohl damals einiges. Also der hat dem Regisseur sehr reingesprochen und die haben sich dann auch heftig gestritten. Okay. Und waren beide unzufrieden mit dem Film. Weil so ist das, wenn beide Kompromisse eingehen, ist niemand zufrieden. Aber ich als Zuschauer war zufrieden. Ich mag den Film immer noch, gucke den immer mal gerne. Der hat eine tolle Ausstattung. Der hat coole Schauspieler. Und ja, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Der neue auch, weil der eben so ein krasses 3D hatte, unter anderem und er hat auch krasse mhm. Gewalt sehen. Da war 3D auf seiner, auf seiner Höchstform. Jetzt mittlerweile wird der kaum noch, weil der Zug ist irgendwie abgefahren, es hat nicht genug Interesse generiert. Ja. Und damals wurde noch richtig Kohle in 3D gesetzt und da gab es ein paar Shots. Mein lieber Mann, da ist einer zum Beispiel von einem Dach gesprungen und du siehst das so aus der Ego-Perspektive, war das glaube ich, und das in 3D, wow, also ich mit meiner Höhenangst halt. <lacht> <lacht> Aber ich sehe gerade, Karl Urban er hat da. Ist Red Genau, der ist Red McCoy quasi. Okay, also ich kenne den alten nicht, obwohl ich Stallone voll geil finde. Und ich kenne den neuen nicht, obwohl ich Urban voll geil finde. Super. Wie geht das denn? Ja, das Mensch. ist. Ja. Aber ist doch schön. Also ich hoffe, dass es anderen Zuhörern auch so geht, denn dann habt ihr zwei nachholenswerte Filme quasi jetzt empfohlen bekommen. Ich habe ja auch nebenbei meine Fenster offen hier, um mich zu informieren. Und ich sehe auch gerade bei Prime Video, kann man den sogar anschauen. Na, perfekt. Dann äh, macht den Podcast noch nicht aus, sondern hört noch zu Ende. Und wenn er dann zu Ende ist, dann <laughs> guckt den Film. Den muss ich mir angucken. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Du kannst ja dann mal in einer anderen, späteren Folge mal Bescheid geben, wie es dir gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ja. Oh, ich hoffe gut. <laughs> Hast du noch einen speziellen Film? Ich habe, ich habe hier gerade noch so im Augenwinkel Hardcore. Krass, genau, den wollte ich nämlich gerade nennen. Ey, wirklich jetzt ohne Scheiß, ich wollte den gerade nennen. Ich wollte Hardcore sagen, weil der, der halt auch nicht diesen krassen Anspruch hat. Da ist keine philosophische Tiefe, sondern der will einfach nur durch seine Idee der Ego-Perspektive unterhalten. Das ist halt ein Film, nur in der Ego-Perspektive. Und ich fand, also ich mag das, ich möchte das nicht immer sehen. Da würde ich verrückt werden. Ich will jetzt nicht, dass jeder zweite Film in der Ego-Perspektive gedreht wird. Aber die Idee war einfach mal mega gut und ist so geil umgesetzt. Also ich. Ich liebs. Der Film hat barbarisch gute Action. Die ganze Zeit wird geschossen, gerannt und ja. Leute werden getötet. Und alles hat mit dieser, es hat ja halt diese GoPro-Optik. Also, die Schauspieler haben eindeutig eine GoPro, also der Schauspieler hat eine GoPro umgeschnallt bekommen und das wurde gedreht. Und das sieht so realistisch aus, so extremst authentisch. Mhm. Und das aber wirklich so sehen, das ist schon halt filmisch, also das ist unrealistisch, aber es wirkt eben realistisch aufgrund der Inszenierung. Genau. Und es ist auch wirklich gut. Also, der Fluss ist auch wirklich gut. Ja, das. Du wirst da ja durchgetrieben durch den Film und so fast ohne Punkt und Komma, aber es ist, das ist halt schon geil gemacht. Also, ja, fand ich voll gut und auch da war es glaube ich so. Der hat ja auch eher so durchschnittliche Bewertung, mhm. aber aus der Sicht, dass die Idee einfach ja doch einmalig ist. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich das noch gesehen habe und cool fand, war, als sie äh, ich weiß nicht, Doom kennst du wahrscheinlich auch. Ja, mit Carl Urban, da gibt es ja mit Carl Urban die Ego-Perspektiv-Szene, die meinst du bestimmt. Genau, ja. und die fand ich auch geil. Ja, die ist auch geil. Die habe ich mir letztens für eins meiner Videos nochmal angeguckt, weil ich die da reinschneiden wollte. Und die ist nicht so gut gealtert, wie man hoffen würde, dass sie es, es wäre. Oh, okay. Aber sie ist trotzdem noch geil und sie war, das muss man leider sagen, das Beste am ganzen Film. Denn als Doom-Fan, <laughs> ja. und ich bin ein riesen Doom-Fan, wirklich, George Romero, mein Held, ne, George Romero, sage ich, John Romero. Ja, und der Film war jetzt nicht so dolle. Nee, der Film war leider nicht so dolle. Und ich mag halt auch Doom, ne? Doom. Mit Doom bin ich halt auch aufgewachsen. Es gab Wolfenstein 3D und dann kam Doom und das war halt so, ja. ja ein bisschen schade. Aber wegen der Ego-Perspektive ist mir der doch in der Erinnerung geblieben. Ja, der ist auch richtig schön blutig. Also auf jeden Fall ein Film für Erwachsene mit Sci-Fi-Element. Also es ist ja im Grunde ein Sci-Fi-Film. Ja, ja, genau. Ja. Thema Doom ist halt auch die Musik so geil. Ich weiß ja nicht, wie du zu, dem, mhm. zu den Metal-Songs stehst, aber das sind so tolle Metal-Songs, die passen halt einfach dazu, dass du dort die ganze Zeit Monster abballerst. <laughs> und jetzt gibt es so einen Trend auf YouTube, da werden halt Action-Szenen genommen und da heißt es immer, wenn The Doom-Music kicks in. Ja. Da hast du zum Beispiel die Szene in Mandalorian: Mark Hamill kommt halt als Luke Skywalker und, und rettet die Leute, indem der die ganzen Droiden platt macht und dann erscheint halt die Doom-Musik. Ja. Oder von Nobody, der hat ja diese übelst krasse Action-Szene da im Bus. Er geht, ist im Bus und die Action geht los und Doom-Music kicks in. Und da gibt es so viele. <laughs> ja, die Doom-Musik ist halt voll einprägend. Und ich, ich höre jetzt, um die Frage zu beantworten, nicht unbedingt Metal, aber da passt es. Da bin ich voll bei dir. Das ist wie Arsch auf Eimer. <laughs> das ist, genau. Ja, schon ziemlich, ziemlich gut. Ich würde mal noch einen Film ab 18 nennen. Ich glaube, dass der ab 18 ist. bin mir jetzt gar nicht zu 100% sicher, aber es ist auf jeden Fall halt ein Film für Erwachsene, ein Sci-Fi-Film, der ein ultra, ultra niedriges Budget hatte, aus Kanada stammt und ein totaler Überraschungserfolg war und den aber heute wahrscheinlich jeder kennt, und zwar Cube. Ah, okay. Ja, Cube, ikonisch. Mhm. Magst du? Oder magst du nicht? Ich mag den, vor allem den ersten. Mhm. Und ich mag den auch deshalb, weil das auch ein, wenn, wenn du Filme anschaust, die alle so ein bisschen ähnlich sind, ja, schaut man sich an und vergisst die auch wieder. Aber Cube ist halt auch so was Einzigartiges gewesen. Die Idee dahinter war, die war halt einfach was Besonderes. Ja. also da irgendwelche coolen Facts? Facts noch zu. Ich habe nur den coolen Fakt, dass der 200.000 kanadische Dollar gekostet hat. Und das war damals schon für so einen Film halt nicht viel und ist halt heute auch nicht viel, also heute ja noch viel weniger. Ja. Das Interessante ist, man sieht es dem Film nicht an. Der wirkt ja wirklich sehr professionell oder viel teurer. Also ich würde jetzt sagen, das ist so ein 20-Millionen-Dollar-Film. Würde ich auch, ja. Ja, und das haben die dadurch hinbekommen, dass die nur ein Set hatten und das haben die halt immer mal ein kleines bisschen umgebaut. Also in dem Film betreten ja ganz viele Räume. Mhm. Eigentlich gab es aber nur einen Raum und den, da haben die halt mal die Anordnung ein bisschen anders gemacht, die Farbe ein bisschen anders, die Lichtsetzung ein bisschen anders und dann erschien das halt als anderer Raum und haben das halt durch clevere Übergänge und Schnitte halt hinbekommen, dass die als Zuschauer das nicht auffällt. Mhm. Und das ist halt so clever, halt, weißt du, hat halt ein geringes Budget, aber schafft es, durch Kreativität das auszugleichen und einen echt hochwertigen Film zu machen. Das ist. Immer schön, wenn Menschen Film auch für gerade Filmemacher, kreativ werden. Ich habe mir das schon gedacht, ich wusste es jetzt nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass das Set nicht so groß ist und es bietet sich natürlich an, wenn du in so einem Cube bist, <laughs> halt in meinem quadratischen Raum, dass du das Set immer wieder neu verwertest. Das, ja. Also das kann man, kann man sich, glaube ich, denken. Aber ich gebe dir recht, man sieht es dem Film nicht an. Es ist ein sehr gut gemachter, hochwertiger. Cooler Film. Ja, also wer Cube noch nicht gesehen hat, das lohnt sich generell. Der nächste ist dann leider nicht so cool. Der hieß Hypercube. Den mochte ich nicht sonderlich. Den zweiten. Der dritte war dann ein bisschen besser. Der hieß Cube Zero. Ja. Den fand ich da zumindest eine coole Idee. Was aber den ersten auch so ein bisschen einzigartig gemacht hat oder was den noch so besser gemacht hat, als er gewesen wäre, wenn die den erklärt hätten, weil die, das ist ja nicht wirklich erklärt. Du weißt gar nicht, was die Bedrohung so ist. Mhm. Und du kannst da wirklich der Nachgang an den Film ganz viel überlegen. Und in dem Moment, wo aber dann eine Erklärung kommt, dann kann die niemals so gut sein wie dieses Unbekannte. Ja. So dieses, was in deinem Kopf vorgeht. Das ist auch das, was ich meinte. Man, das war halt eine frische Idee, man kannte, man kannte auch die Story nicht. Und klar, wenn du dann Cube zum ersten Mal ansiehst, dann ja, verstehst du halt, weißt erstmal gar nicht, was da abgeht. Das ist ja das Spannende an der Sache. Cube ist für mich halt auch so ein Ding, lass es doch lieber bei einem Teil, weil das war noch das Mysteriöse, das Unbekannte. Wenn dann Teil 2, dann Teil 3 kommt, gerade hier der Zero, ja, er war okay, aber. Er war nicht so gut wie der Erste, keinesfalls, aber er war zumindest besser als der Zweite. Ja, das schon, aber du weißt im Grunde halt schon, um was es geht und was passiert im Groben. Ja. Ja, das ist halt dann schade. Und deshalb funktioniert für mich persönlich der Erste am besten und die anderen habe ich auch jetzt gar nicht mehr so richtig gut im Kopf. Ja. Ich hoffe, dass bei einer anderen Sache äh, zweite und dritte Teile besser funktionieren. Es ist nämlich so, ich habe noch ganz, ganz viele auf, Filme auf meiner Liste, aber die Zeit ist schon wieder so ziemlich um. Deswegen würde ich sagen, wir können ja irgendwann nochmal, also nicht in der nächsten oder der übernächsten, aber halt irgendwann nochmal halt so eine Folge über Filme ab 18 machen. Ja. Filme für Erwachsene. Und vielleicht zum Schluss, du kannst ja mal kurz nachdenken, einen Film dir überlegen und ich versuche ihn zu erraten. Um das auch nochmal zu machen, echt willst du jetzt filmen, willst du unbedingt noch einen Film erraten? Anders. Verstehe. Ja, ich Dann lass mich mal hier kurz überlegen. Ich will mich auch mal blamieren, nicht immer nur du, aber du hast dich <laughs> nicht blamiert. Als ich mir die Folge nochmal angehört habe, muss ich sagen, ich glaube, sowas ist halt ultra schwierig. <laughs> das ist es auch. Ich suche mir mal schnell einen raus. Da müssen wir jetzt mal, ne? Jetzt müssen wir hier schon mal. Wir wollten es ja auch nicht zu leicht machen, weil du kennst ja alles. <laughs> Du weißt über alles Bescheid. Ich tue immer nur so. Ja, ja, von wegen. Wir machen es mal nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Ich glaube, das hier passt ganz gut. Ja, ich habe einen. Okay, ich beginne mal mit der berühmten ersten Frage. Ist es ein Science-Fiction-Film? In der Tat. Oh. Das ist richtig. Okay, das grenzt es <laughs> schon mal sehr ein. <laughs> ja. Sehr gut. Bin ich ein Film aus dem neuen Jahrtausend? Ja. Habe ich einen männlichen Hauptdarsteller? Ja. Kommen Aliens in dem Film vor? Nein. Bin ich realistisch? Ja, du bist schon realistisch, ja. Okay. Äh, <laughs> spiele ich im Weltall? Ja, spielt auch im Weltall. Und es ist ein Film. Es ist ein Film, ja, genau. Gut, also keine Serie. Ja, richtig. Äh, spielt es in der Zukunft? Ähm, ja. Aber in der nahen Zukunft. Genau. Bist du denn jetzt da drauf gekommen? <laughs> okay. Bin ich ein sehr bekannter Film? Ich würde schon sagen, dass er recht bekannt ist. Unter Science-Fiction-Freunden auf jeden Fall. Ist es ein sehr neuer Film? Das ist aber sehr relativ. Oh. Ist er in den letzten <laughs> drei Jahren entstanden? Nein. Oh, Mist, dann fällt einer schon mal weg. <laughs> Ich hätte jetzt gedacht, du hast vielleicht sowas wie The Creator oder so genommen. Auch nicht schlecht, aber den habe ich nicht genommen. Ah, ja, das macht es mir natürlich schwierig. <laughs> das kannst du ja trotzdem noch eingrenzen. Ja, ist es ein amerikanischer Film. Ich würde mal erstmal sagen, ja. War nicht hundertprozentig sicher. Na, ja. Gut. Ähm, bin ich nach 2010 entstanden? Ja. Okay. Dann fällt ein anderer auch weg. <laughs> ist es ein teurer Film? Das ist eine schlechte Ja, nein Frage. Was ist teuer, was ist nicht teuer? Der mehr als 50 Millionen gekostet. Ja, mit Sicherheit. Okay, also es ist schon auch so ein Mainstream Film. Ja, doch. Okay, du hast gesagt, dass der zum Teil im Weltraum spielt. Das heißt, der Großteil spielt auf der Erde. Nein. Ah. <laughs> okay, aber spielt der der Großteil spielt auch nicht im Weltall. Doch schon, also das ist so Teil Teil würde ich mal sagen, ich weiß jetzt nicht prozentual, wie viel, aber ist schon, also Weltraum ist schon ein großes Thema, ja. Okay, ähm, gut, aber es spielt auch sonst auf einem anderen Planeten. Ja, richtig. Ist es der Mars? Ja. Ist es der Marsianer? Ja, ja, geil, <laughs> cool. Das Buch habe ich letztens gelesen. Oh, okay. deswegen, also das hat mir vielleicht geholfen, weil ich das dadurch noch so ein bisschen in Erinnerung hatte. Ja, ich wollte es jetzt mal nicht ganz so schwer machen. Das nächste Mal suche ich mir was Schweres raus. <lacht> <So>. <lacht> Na, das war schon. Also jetzt habe ich mal gemerkt, dass äh, das schneide ich natürlich hinterher alles raus wird, so die Fragen pausen, <laughs> da, damit das nicht so auffällt. Aber ja, ich merke, das ist echt schwieriger, als man glauben würde, sowas zu erraten. Lass ruhig. Auch mal hier und da so ein bisschen Pause drin, weil das ist ja hier so ein Überlegungsprozess. Ja, ja, also wenn, wenn du das machst, lasse ich dann Pausen drin. Natürlich. Die schneide ich nur bei mir raus, also, damit ich besser dastehe. Ey. <lacht> Nein. <lacht> na, perfekt. Cool. Das hat Spaß gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Und Stolz auf dich. Dann werde ich beim nächsten Mal auch wieder einen, einen schönen Film für dich auswählen. Und dann sind wir mit der Folge, denke ich mal, durch. Hm, na, ging wieder schnell rum. Oh ja. Also ich habe, glaube ich, die Hälfte der Filme von meiner Liste abgearbeitet. Das heißt, wir können nochmal genauso eine Folge machen mit anderen Filmen, die hochinteressant sind. Und bis dahin haben alle Judge Dredd geguckt und Possessor. Genau. Das holen wir jetzt alle nach. Unbedingt. Und genau, da würde, würde ich sagen, war wieder sehr schön. Ich hoffe, euch hat es da draußen gefallen. Lasst einen Kommentar auf YouTube da. Also das ist immer noch so der Kanal, wo ich jetzt sagen würde, da kann man hin und da kann man uns schreiben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Okay. <laughs>